Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Shopping-Video hier bei Levi's Cards 1210. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Als erstes haben wir hier ein mysteriöses Paket oder Päckchen. Nein, das M steht nicht für mysteriös, sondern es ist von Müller. Und da drin steckt etwas, was ich meinem Bruder, meinem Zwillingsbruder, gekauft habe. Der hat nächste Woche Geburtstag. Und der wird sich sicher freuen. Ich glaube, der guckt diese Videos auch. Deshalb werde ich jetzt nicht zeigen, was da drin ist. So, gedulde dich, mein Zwillingsbruder. So, weiter geht's, Freunde. Dann habe ich hier Sly Raccoon Trilogie für die PlayStation Vita geholt. Ja, es gibt ja diverse Trilogiespiele. Und jetzt habe ich mir mal endlich diese Dreierbox gegönnt, wobei der dritte ist, glaube ich, nur als Download-Code enthalten und die anderen beiden sind auf Karte. Ja, Sly Raccoon Trilogie, der knuffige Waschbär und seine Kumpels für die Vita. So, dann habe ich NBA 2K16 für die PS4 geholt. Ja, ich hatte das schon auf Xbox One und jetzt bekommt es auch mein Bruder für die PlayStation 4. Eins der besten Basketballspiele. Er kann es entweder so oder halt in diesem Steelbook. Da haben wir einfach dieses Steelbook dazu. Kann das dann reinstecken, wo er möchte. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schick, das Steelbook. So, tun wir es mal hin. Dann geht es weiter für meinen Batman-Freak-Bruder Batman The Telltale Series. Da gab es ja jetzt bei, oder gibt es bei Müller ja diese 20% Aktion und dann ist der Preis nochmal um 6 Euro runtergegangen und dafür denke ich mal, ist es ganz okay. Hier ist ja nur die erste Episode dabei. Mittlerweile sind, glaube ich, schon die zweite und dritte Episode erschienen. Insgesamt sollen es 5 geben. Also man kann hier die erste Episode zocken und dann den Rest kriegt man dann gedownloadet. Batman The Telltale Series. So, noch ein PlayStation 4 Spiel und zwar Call of Duty Advanced Warfare. Das kriegt auch mein Bruder dahin geklatscht, obwohl er Shooter ja gar nicht mag. Aber gut für mich. Ich werde es als Levi's Zockt Video vielleicht präsentieren können, weil die PlayStation 4 hat ja das beste Game Recording, Freunde, und da habe ich mir das mal gegönnt, Freunde. Auch wenn mein Bruder es nicht zockt, der Levi's wird sicher zocken, als Call of Duty Fan. So, weiter geht's. Auch der Levi's bekommt ein Call of Duty, und zwar Call of Duty World at War für die Xbox 360 in dieser Classic Edition. Das habe ich mir geholt, auch bei Müller. Gab es direkt 2 Euro runter. Für 8 Mücken, denke ich mal, kann man sich das mal mitnehmen. Und ist ja backwards kompatibel. Kann ich also auf der One zocken, Freunde. Yeah, Call of Duty. Habe ich übrigens für PC schon, aber oh ja. So, dann habe ich mir hier Jagdfieber 4 geholt. Ungebetene Besucher. Das ist ja der vierte Teil dieser wunderschönen Open Season Reihe. Kommt von Sony, ja, also ist von Animation her hochwertig und der Preis ist absolut geil und da muss ich einfach zuschlagen, denn der ist, glaube ich, direkt zu DVD, also da war, glaube ich, gar nicht in den Kinos, sieht aber auf jeden Fall richtig cool aus hier, wunderbar, von Sony, Open Season oder Jagdfieber 4. Und zu guter Letzt, Freunde, die finale Season von Die Schön und das Biest. Ich habe ja die ersten beiden Seasons jetzt und mir fehlt noch die dritte Staffel. Und jetzt habe ich die Serie komplett. Es ist immer schön, eine Serie komplett zu haben. Diese wunderbare 90er romantisch mysteriöse Serie. Auf jeden Fall richtig nice. Ja. Schöne, Die Schön und das Biest. So. Und dann war ich noch bei Meckes was essen und da habe ich mir, ich wollte eigentlich einen Yoshi haben, wobei der Yoshi, den hatten sie nicht mehr leider, daher habe ich mir diese weiße Knuschkugel, den Boo, geholt, Freunde.
Wunderbar. So, das war das Shopping-Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gibt. So, yeah. Ich sag, bis demnächst. Bye.